Hallöchen, Freunde der analogen Fotografie. Ich bin's wieder, euer Philly Flex. Ich habe letztes Wochenende nochmal einen Fototrip unternommen. Und zwar bin ich nochmal auf einen Berg gestiegen, diesmal auf einen anderen Berg, den Nachbarberg hier in Palermo. Und auf diesen wollte ich schon seit ganz langer Zeit. Oben auf dem Berg ist so ein Aussichtspunkt. Und da hat sich vor 20 Jahren so ein Eremit niedergelassen. Er wurde sozusagen von, also er sagt, er wurde von Gott berufen, um da halt in Einsamkeit so als Aussteiger zu leben. Und hat dann auch aus diesem Aussichtspunkt nicht nur sein Haus gemacht, sondern hat wirklich das ja, als Kirche geschmückt. Das Interessante an dieser Kirche ist, dass ich nenne das mal Kirche, dass die wirklich mit Alltagsgegenständen geschmückt ist. Also er hat ja nicht viele Ressourcen. Das heißt, er lebt von dem, was Leute ihm da hochbringen, sowohl an Essen als auch an, ja, an Material, sage ich mal. Er schätzt sogar eher Material und schmückt dieses Gebäude aus Alltagsgegenständen, aber es sieht wirklich, wirklich richtig geil aus. Als ich dann wirklich da hochgegangen bin, auf den Berg, habe ich das nachmittags gemacht, um den Sonnenuntergang halt einzufangen. Mal schauen, was da rauskommt. Bleibt dran! Schwarz-Weiß für mich reingeballert und ich da irgendwie voll Bock drauf hatte, aber Farben sind hier schon relativ geil. Es ist schon schönes goldenes Licht. Ich glaube, ich kann nicht widerstehen und auch ein bisschen Farbe schießen. Und ich möchte ungern warten, bis der Schwarz-Weiß-Film fertig ist. Und ja, machst du nix. Portra 160. Ich gönne mir mal den ersten von der Rolle. Schön Light Leaks.